Servus Leute und herzlich willkommen zu Half-Life 2 Episode 2. Warum steht das da in Englisch? Weiß ich nicht. Aber in Episode 1 sind wir ja von dieser komischen Explosion da jetzt weggefahren mit dem Zug. Und bei Episode 2 weiß ich gar nicht mehr, was man da machen musste. Wieder zurückfinden aus der anderen Dimension wahrscheinlich. Ich guck mal kurz. Aha. Auch das Spiel hier kann man jetzt in Virtual Reality spielen. Das ist sehr gut. Audio. Ah, gut. Das ist wenigstens in Deutsch. Okay. Dann brauche ich ja nichts übersetzen oder so. Das kann ich ja auch so super gut. Die kann man ja gar nicht anklicken. Ich habe es doch schon durchgespielt. Nun gut, wir fangen ja sowieso von vorne an. Also, neues Spiel. Cool. Ein Ladebalken. Oder wie ich immer sage, Ladedaten. Wenn sie dann mal fertig sind. Nope. Half-Life 2, Episode 2. Es quietscht und knarzt, was ist los? Ja, der Zug ist kaputt. Ich komme bloß noch da unten. Ja, ja, vorwärts, rückwärts und so, geh weg. Kann ich da rein? Nö, schade. Ich sollte mich eigentlich nicht bewegen. Bis Hilfe kommt. Aber das dauert nicht so lang. Hallo? Ah. Schwebt hier durch die Gegend. Ja. Jetzt kannst du aufhören zu knacksen. Okay, ich muss hier weg. Okay, der geht auch unter. Ein paar Millimeter. Warum geht der jetzt erst unter? Ich sehe was, ich sehe was, ich sehe was. Geh weg. Komm ich hier raus? Hä? Ah, servus. Gott sei Dank geht es dir gut, Gordon. Warte kurz, ich hol dich da raus. Gib mir das Ding, da mache ich selber. Ah. Hoffentlich funktioniert das noch. Zurück. Ich geh weg. Und los. Hat sie? Hat sie. Ganz vergessen, welche Power das Ding hat. Gib her. Hier, nimm du das Gravitron. Gib her, gib her. Und du kannst besser damit umgehen. Ja, scheint dir... Ich konnte dich nicht finden und hab... Angst gehabt. Ja, ja, ich weiß. Ich muss mir keine Sorgen machen. Nö. Komm, wir sollten weiter. Die Kammern werden uns nicht vergessen haben. Ich wollte nur gucken, was da hinten ist. Ich habe eben Votigons gehört. Vielleicht sind sie noch hier. Der Weg zu meinem Vater ist noch weit. Da käme uns etwas Hilfe sehr gelegen. Ja, schon. Das Ding leuchtet ja immer noch da hinten. Warte. Wir sind doch letztes Mal nur geradeaus gefahren. Wieso sind wir jetzt so komisch in die Kurve? Und auf einer Brücke und so. Geh weg! Dann halt nicht. Nach White Forest. Muss ich hier lang? Gibt's da irgendwas? Oh verdammt. Die Zitadelle. Was zum Teufel geschieht da? Weiß nicht. Aber das sieht nicht mehr nach einer Zitadelle aus. Schon wieder Sprachprobleme hier. Was ist das? Weiß ich nicht. Was hast du schon wieder? Oh, Cool. Waren eigentlich bloß wir in dem Zug? Dann wäre es blöd, wenn das Ding abstürzt. Alles in Ordnung? Mir ist nichts passiert. Es ist wie damals, in den ersten Tagen. Was für erste Tage? Ich hoffe, davon gibt's nicht noch mehr.
Wie kommen wir da runter? Da hopse ich nicht runter. Ah, sehr gut. Zaun kaputt. Geh weg. Was? Riesenzaun? Den habe ich vorher nicht bemerkt. Aha, geh weg. Mhm. Würde mich nicht wundern, wenn die Rebellen hier waren. Weiß ich nicht. Der andere Zug muss ja weitergekommen sein als wir. Mhm. P01, P02. Da auch. Ich schätze mal, hier kommen Ameisenlöwen. Oh, da hängen welche. Hä, das geht nicht weg hier, oder was? Okay. Scheiß, die Stücke geht kaputt. Hallo? Geht kaputt jetzt. Also. Sägeblatt. Zombies. Was? Zombies. Oh. Hey, lass mich doch machen. Naja, was soll's. Da ich eh noch keine Munition verschwenden kann. Aha. Die kommen von da unten hoch. Warum bewegt sich das Metallding da? Lad mal nach und schieß mal weiter. Hä? Nein, wo ist es hin? Da ist es. Kacke. Gib her. Da unten scheint alles kaputt zu sein. Oder? Ja. So, was ist stärker? Ameisenlöwe oder... So. Was? Das war Glück. Wo ist mein Sägeblatt? Ah, da. Was? Ich krieg mit dem Sägeblatt das Ding nicht kaputt. Und das ist eine Logik. So, Türchen auf. Mit komischen Legs. Alter. Hast du für einen Metallkopf? So, die muss jetzt hier bestimmt wieder irgendwas machen. Eine Kommunikationszentrale. Mal sehen, ob wir meinen Vater erreichen. Dr. Kleiner und Dad sind in einer Raketenbasis im Norden. Yeah, Raketen. Hoffentlich nutzen sie diese Frequenzen. Sie helfen beim Start einer... Aha, jetzt was? Geht's. Fünf angefangene Sätze? Wohl doch nicht. Was jetzt? Wir brauchen Strom. Und ich muss... Mal sehen, vielleicht kann ich's ja reparieren. Alter. Hä? Was will ich denn jetzt da oben? Verdammt, das könnte etwas dauern. Aber? Hey, wenn dir eine Lösung hierfür einfällt, dann sag's ruhig. Ich hab eine. Klock. Komm her. Ich weiß nicht wieso, aber es funktioniert. Ich auch nicht. Hab einfach nur ein Kabel eingesteckt. Anmelden. Jetzt anmelden. Ich geh erstmal auf Facebook. Post ein paar Selfies. Oder was? White Forest. White Forest, hier ist Alex Vance. Bitte kommen. White Forest, bitte kommen. Was ist das White da Forest, hinten? Hört ihr mich? Alex, gütiger Himmel, bist du das wirklich? Ja, und Gordon auch. Uns geht's gut. Wir sind raus aus City 17. Alex, zum Glück. Ich kann's kaum glauben. Keine Sorge, uns geht's gut. Aber mit der Zitadelle ist was Komisches passiert. Ja, wir haben die Situation von hier aus beobachtet. Die Ladung der Kernreaktion wurde in einen kohärenten Strahl von Portalenergie gebündelt. Das sind die Kommandanten. Sie wollen einen neuen Zugang schaffen. Ja, was wir hier sehen, ist der Beginn eines Superportals. Erreicht es seine volle Stärke... Das wäre ein neuer 7-Stunden-Krieg. Nur, dass wir diesmal keine 7 Minuten durchhalten würden. Verdammt. Gordon,
Deshalb haben Sie so viele Daten aus der Zitadelle gesendet. Damit Daten aus der Zitadelle? Im Kontrollraum. Sie haben gewaltige Datenmengen direkt in die Kernzerstörungssequenz geladen. Haben Sie das gehört? Das ist bestimmt der Portalcode der Komma. Ja, ich bin ja nicht taub. Ich habe das ganze Paket kopiert. Seitdem sind Sie hinter uns her. Natürlich haben Sie das. Schließlich hängen all Ihre Pläne davon ab. Das sehe ich. Ich habe auch nie gesehen. Irgendwo in dieser Sequenz müssen Sie eine Verbindung zur anderen Seite herstellen. Was Sie da haben, Fräulein, ist der Kontaktcode für die Combine-Überwelt. Oh Gott. Also, wenn ich mich nicht irre und ich wüsste nicht warum, dann haben Sie den Code, den Dr. Mossmann bekommen wollte. Wie schnell können Sie hier sein? Wir müssen uns erstmal orientieren, aber ich denke... Die Zeit drängt! Wir müssen den Start vorziehen. Sobald Sie mit den Signaturdaten hier sind, kodieren wir den Satelliten und schießen das Ding ins All. Kommt so schnell wie möglich her. Dad, du brichst ab. Bitte kommen. Dad, hörst du mich? Dad, du brichst ab. Da kommt was. Nein. Von außen. Wir folgen uns immer noch. Exterminieren. Wir müssen Suche passive Signatur. Einschränkungen für Unterlevel. Komm, hier entlang. Ich habe auch alles genau nicht verstanden, was der gesagt hat. Die Problemwelle, was weiß ich was, hat irgendeinen Scheiß gemacht. Mhm. So, was kommt hier? Ein Headcrab. Mhm. Da komme ich wahrscheinlich so nicht durch, deswegen muss ich da oben das Ding kaputt machen. Diese Gebäude sehen aus, als hätte man sie noch vorgezogen. Finden wir einen Weg dorthin. Schon dabei. Steine. Lass mal hier ein paar Bretter wegmachen. Hallo? Wahrscheinlich verreißt es mich jetzt. Hey, der nimmt das Brett mit. So, mein Sägeblatt. Ah. Echt jetzt? Warum komm ich denn du hoch? Super, das hat funktioniert. Ach. Ich kann immer darauf bauen, dass du einen Ausweg findest. Aber weißt wie. So, wo muss ich jetzt hin? Wo kommen die? Er hat eine alte Rakete in White Forest. Damit würde er gerne einen Satelliten starten, um auf das alte Array von Black Mesa zuzugreifen. Was ist das? Was? Geil. Hast du das gehört? Ja, ich hab's auch gesehen. Ich weiß bloß nicht, wo ich jetzt hin muss, um da an das Viech ranzukommen. Geht's hier weiter? Sieht mal nach einem Türchen aus. Kann ich das irgendwie aufziehen oder so? Hm. Ach so. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo lang. Hm, keine Ahnung, was da steht. Irgendwas Komisches in Blau. So. Okay, da liegen tote Ameisenlöwen rum. Russisches Gekritzel. Wachs da Nasen. Psst, leise. Wir sind nicht allein. Oder wachs da Schnurrbärte. Ich höre nichts. Ich höre nur das Gebrummel von dem Graviton. Hey, muss da hoch. Sag mal, ist der zu blöd, da die Leiter hochzuklettern, oder was? Also, geht doch. Wie kriegen wir das Tor auf? Warte, kann ich den Zug davor fahren lassen? Hm, ich glaube nicht. Ich guck mal hier rein. Ich halte hier unten die Stellung. Ja, mach mal.
Erstmal gucken, was hier alles so drin ist. Nix. Hallo? Lass mich da rein. Mhm. Was? Okay, jetzt höre ich was. Ist da drin eine Torsteuerung, Gordon? Gordon? Ja, ist da. Und da komme ich wieder raus. Weil die Tür hier wahrscheinlich nicht funktioniert. So, geh mal gucken. Das ist der Knopf dafür. Warum soll der nicht funktionieren? Tag auch. Da könnte auch mal Munition und so ein Zeug drin sein. Das wäre auch mal nicht schlecht. Lass mich da rein. Ja, ich hab's gesehen. Oh Gott. Au. Alter. Machst du? Hey, lacht das Viech mich aus, oder was? Hallo? Ich kann nichts machen. Ich kann immer noch nichts machen. Okay. Alla. Rambo, hey, was geht? Hol mich mal raus hier. Das wäre aber viel zu heftig gewesen, hey. Erst kommt dieses Dingsbums. Und dann noch ein Ameisenlöwe. Dr. Freeman, ich bin erfreut, dass zumindest er unverletzt ist. Aber Alex Vance, ihr Zustand ist kritisch. Beam mich mal hier raus. Au! Sie zu heilen erfordert mehr, als ich allein vermag. Ich will die Meinen rufen. Die Meinen? Was meinen die denn? Wir treffen die Meinen in einem Versteck unter der Erde. Bringen wir sie schnell dorthin. Ich will sie stabilisieren, wenn Dr. Freeman uns Schutz bietet. Mach ich. Eilen wir, Freeman. Hilfe erwartet uns in den Minen. Wie kommen wir da hin? Die haben doch von da hinten gegrölt. Muss ich da jetzt hier durch, oder was? Run, Freeman. Run, Freedom. Eile ist geboten. Der Atem ist schwach. Hoffentlich kämpfen die da gegen irgendwas anderes. Okay, hier liegen überall nur Holzkisten rum. Damit kann ich mich nicht wirklich verteidigen. Vielleicht lass mal hier rein. Dr. Freeman diesen Fahrstuhl reparieren. Warte. Weiter, Freeman, wenn er es vermag. Ich bringe sie auf anderen Wege zu den Mann. Okay. Ich darf jetzt hier alleine rumeiern und der haut einfach ab mit ihr. Sehr schön. Anzugenergie. Immer gut. Ladedaten.